So, Christian Dorda jetzt bei uns nach dem Spiel gegen Hansa Rostock 4:1. Ich traue es mich ja kaum auszusprechen. Erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Gestern 31 Jahre alt geworden. Jung. Ja, Entschuldigung. Genau. Und direkt wieder in der Startelf heute. Ja, sag mal kurz was zum Spiel. Wie hast du es gesehen? Ja, erstmal Dankeschön natürlich zum Geburtstag. Ich fand, wir haben es wirklich gut gemacht heute. Haben viele Chancen kreiert. Das ist in den letzten, glaube ich, letzten Wochen ein bisschen abhanden gekommen. Wir haben es gut gemacht, haben es auch direkt genutzt, das muss man auch sagen. Wir haben schon gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt und rundum positives Fazit, kann ich nur sagen. Tombo entwickelt sich langsam zum Killer hier, oder? Ja, ist ja mein holländischer Freund. Er ist ein Knipser. Ich glaube, er macht aus ganz wenig, wenn man das zweite Tor sieht, macht er aus ganz wenig viel. Natürlich brauchen wir nochmal als Torjäger ein bisschen Glück und mich freut es, dass er trifft und trifft und trifft. Was mich sehr erstaunt hat heute, muss ich sagen, man hat den Eindruck, die Mannschaft ist ein wenig fitter als noch vor ein paar Wochen. Trügt der Eindruck oder habt ihr da ein bisschen dran gearbeitet? Ja, unser Trainer Herr Reising und Herr Steuernagel, die legen halt momentan sehr viel Wert auf Läufe und da die Plätze momentan auch nicht unbedingt optimal sind, müssen wir auch ganz schön viel laufen und ich glaube, das ist auch eine Tugend in der dritten Liga, die man immer anwenden muss, um erfolgreich zu spielen und ich glaube, das sieht man auch in den Spielen. Hat man selten gesehen, heute so ein Ding vor dem Tor, als Osave seinem Gegenspieler beim Antritt schon 3 Meter abgenommen hat, schon eine coole Nummer gewesen, war schön zu sehen heute. Ja, also er ist natürlich auch unglaublich schnell und wenn du ihm einen kleinen bisschen Raum gibst, ist er auch wirklich sehr, sehr schwer zu halten und wenn er die Waffe, glaube ich, noch öfter einsetzen würde, wäre er unfassbar super Spieler. Hast du heute bist wieder zurückgekehrt nach deiner Verletzung, alles in Ordnung bei dir? Ich habe jetzt nicht so lange mit der Mannschaft trainiert, eine Woche, war doch schon 4 Wochen weg. Man merkt so ein bisschen natürlich, die Kraft fehlt noch ein bisschen, aber daran arbeite ich natürlich auch sehr viel, weil wir sehr viele Läufe machen. Und ich fühle mich aber jetzt gut, Muskel ist gut verheilt und jetzt arbeite ich von Tag zu Tag, dass es noch fitter werde. Attestiert ihr heute mal eine gute Leistung? Wie schätzt ihr deine Chancen ein? Ist ja so ein bisschen Konkurrenzkampf da in den Verteidigerpositionen aufgekommen? Ja, aber das ist ja das Wichtige. Man muss ja immer die Konkurrenz hochhalten. Umso besser spielt auch jeder Einzelne. Und Konkurrenzkampf lebt das Geschäft, sagt man ja doch schön. Und, aber ich bin umso glücklicher, dass der Oberschenkel hält, dass ich fit genug bin und dass wir natürlich 4-1 gewonnen haben. Vielen Dank.